Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zurück hier im South Park zur 19. Folge. Von South Park, dem Stab der Wahrheit, was soll ich sagen. Hier beim letzten Mal haben wir hier aufgehört. Ihr wisst ja, dass wir drin waren und Präsident und so weiter und so fort will hier den ganzen Block in die Luft sprengen und will sagen, es wäre ein Erdbeben gewesen. Alles nur deswegen, weil einer gefragt hatte, nach dem Taco Bell, was es da alles gibt. Und jetzt haben wir hier diese Nazi-Zombies. Die gehen mir ja gewaltig auf die Nerven, muss ich dir sagen. Echt, dieses braune Gesocks. Wir haben Wege und Mittel, sie zum Sprechen zu bringen. Aha, okay. Ja, der war nix. Okay. Oh Gott, scheiße, da liegt er schon. Na komm. Jawohl! Wir haben einen Wiederbelebungsdrang, was sollen wir denn sonst machen hier? Wir haben ja noch zwei Stück, gell? Scheiße, ehrlich. Okay. Weiter geht's im Text. Ich würde sagen, ja. Ja, komm. Schönen Tag. Stinkbomben, würde ich sagen. Erstmal ein paar Stinkbomben verteilen, oder? Dann können wir alle treffen, oder? Nee. You got somewhere you'd rather be? Hier vorne dem erstmal einen schönen Debuff verpassen. Ja. Jawohl! Genau, jawohl. Ich würde es auch sagen. Feuerfrei. Scheiße! Oh Mann. Perfekt, aber. Mal ganz ehrlich. Schönen Tag. Okay. Erstmal einen Heiltrank. Da tust du gut dran. Ja, sollen wir den nochmal testen? Aber ich sag's euch, das hat nicht funktioniert. Das Jawohl. Ist scheiße. Rechte Maustaste im Finalschlag, wenn du den Blitz siehst. Jetzt guckt mal, ob ihr den Blitz seht. Ich hab das schon ein paar Mal probiert und immer habe ich keinen Blitz gesehen. Ich würde sagen. Jawohl, der nimmt ja auch den. Jawohl! Mit. Okay, komm her. Ach du Liebe! Was soll das? Ich habe keinen Blitz gesehen. Ehrlich nicht. Aber wo wir drauf achten können, das ist mir jetzt mal aufgefallen. Auch immer wieder hier. Ja, doch, der war gut. Perfekt, perfekt, perfekt. Wir kriegen so ein komisches Zeichen unter unserem Schönen Charakter, Tag. Wenn wir. Ob ich das mal machen soll? Ich habe nämlich Jawohl. Auch wieder gelesen, dass man diese Dinger wieder aufladen kann. Also sprich, wenn wir hier solche Sondergeschichten haben, dann können wir die immer Schönen wieder aufladen. Tag. Dann müssen wir einfach hingehen bei die Brüder und können dann uns. Ja, dann haben wir es wieder. Ne? Also, ihr wisst, was Jawohl. Ich meine. Ja, natürlich wisst ihr das. So, dann komm auf. Ach, du Liebe! Der hat auch nochmal zum Brennen, aber. Nee. Ich glaube auch. Tag. Hier einfach. Genau, bei denen hier oben. Den Standard ausführen. Das wird's Beste sein. Ja! Scheiße! Weiter Knopf. Oh, mein. Scheiße, aua. Ach du Liebe! Au. Autsch! Da sagst du was. Autsch ist nicht verkehrt, ja. Jawohl! Ich kann nichts essen, ich bin angewidert. Dann muss ich wohl erstmal heilen, Schönen anders wird es wohl nicht funktionieren. Auf geht's. Gut. Erst hier hinten den, dann ist der schon mal weg. Würde ich sagen. Ach. Das war's für ihn. So. Wir dürfen nochmal. Ja, ich würde sagen, wir nehmen uns nochmal hier. Jawohl! Oder? Hier machen wir einfach den meisten Schaden mit. Also von daher denke ich,
Scheiße! Naja, immerhin, das waren knapp 500. Schönen Tag! Kurz debuffen. Angriff verringern. Nee, Abwehr verringern. So rum war's. Genau. Und dann können wir ja nochmal... Ja, ist auch ein bisschen blöd, Aldi, weil wir hier keine zwei mehr mitkriegen. Ja. Jawohl! Der macht immer nur rechts und links davon. Na gut. Oh, come on. Aua, der hat Kontern an. Mist. Oh. Autsch! Na super schön. Oh. Guckt ihr euch das an, Freunde. Ich lieg gleich um. Wisst ihr das? Oh. Oh, mein, da hat sie ihn zerfetzt. Unleben. Ja, und dein Unleben ist glücklicherweise auch erledigt. Oh, Wiederbelebungstrank. Seht ihr das? Schönen Tag. Das ist der letzte. Oh, was ein Glück. Ich dachte gerade, ich hätte den... Oh, ich wollte eigentlich nur gucken, wie viele Hitpoints der noch hatte. Oh, Mann. Okay. 188. Jawohl. Da hätte ich mir den Wiederbelebungstrank eigentlich sparen können. Denn hier ein Angriff von hinten sollte den locker den Gar ausmachen. Mein Gott! Genau. So sehe ich das auch. Das war's. Aufwertung verfügbar. Wir sind Level 9. Coole Sache. So, dann würde ich sagen, lass uns mal gucken, wo es hier weitergeht. Was haben wir hier noch? Das sind die... Ach so, genau, von Mr. Hanky. Da fehlt uns ja noch eine. So eine Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Wiederherstellung des Gleichgewichts. Zu Hundekacke zurückkehren. Okay. Ja, letztendlich müssen wir eh da hinten raus. Also von daher... Müsste doch hier vorne irgendwo, ist doch ein Timmy Express, oder nicht? Nee. Ah, hier, okay. Komm mal her, Timmy. Bringst du mich mal fort von hier? Ja, ganz weit. Ganz weit weg. So. Es wäre schön, wenn wir hier ein paar Tränke kriegen würden. Lass uns mal gucken. Our territory is restored. I am honored to friend you, Dragonborn. Oh, Hundekacke, genau. Das ist doch cool. Gut. Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. Das sieht man. Ja, ganz klar. We elves craft the finest shit in the land. Ah, auf jeden Fall macht ihr das. So, oh, der Recurve-Bogen, den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Da geht ja kein Weg dran vorbei. Oder? Ja, den nehmen wir mit. Ja, Waffe, bisschen schlecht, da haben wir nichts. Ausrüstung. Level 9 alles. Ist alles in meinem Level. Das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Da geht ja auch kein Weg dran vorbei. Eine komplette Rüste. Lass mich mal gucken. Dann kriege ich auch hier den komischen Hut weg. Denn den kann ich überhaupt keinen Buff verlegen. Wenngleich ich auch bei den... Wie war das nochmal? Bei der Tötung, glaube ich. Darf ich nochmal, glaube ich? Oder wie war das? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall nehme ich mir jetzt mal hier den mit dem. Okay, das hört sich doch gut an. Genau. Ja, hier die Försterrüstung. 100 Schaden für Leute, die im Nahkampf angreifen. Das ist doch genial. Wunderbar. Greift dich einer an, hat noch 99 Leben. Zack, hat er gerade gelitten, fällt er um. Das ist ja nicht schlecht. Also, ich finde das gut. So, 100 Trefferpunkte, 50 mehr Schaden, Geld brauche ich keins, Dreck,
Der schnöde Mammon, wisst ihr? Nee, ich würde sagen hier. So machen wir es. Okay. Und hier Mr. Recurve. Muss ich hier komplett erstmal... hier rein und dann ändern und mal alles entfernen. Okay. Somit ist alles wieder unten. Recurve-Bogen. So, einmal den hier und nochmal 50 Schockschaden. Wäre auch nicht schlecht, ne? Verstärkt jeden Angriff mit Waffen um 50 Schaden. Jetzt bin ich aber im Überlegen, weißt du? Jeden Angriff verstärkt das dann auch den Angriff mit Schwert? Ist ja auch ein Waffen, ne? Oder? Eigentlich schon, oder? Oder 50 Schockschaden. Ne, ich nehme mal den normalen 50er Schaden hier. Ich glaube schon. Es ist halt besser, ne? Wenn er das auf alles drauf macht. Ups. Ja, und dann machen wir den noch da drauf. Ist egal. Okay. Gut. Dann mal wieder zurück hier. Da können wir loslegen. Gut, wolltest du noch was? Don't let Cartman use you. Naja, ist klar. Gut. The Well of Insight says your future blöderweise. Is cloudy. Oh wait, that's bird crap. Okay. Blöderweise kriegen wir hier keine Tränke. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Okay, dann lass uns mal... Komm, wir gehen noch mal kurz hoch. Ich muss mal fix gacken, weißt du? Na, ein paar Debuffs benutzen, beziehungsweise besorgen. Und dann können wir auch endlich... Ja, ich weiß, ihr habt's gesehen. Ich hab's auch gesehen. Mann. Wenn ich aussteige vom Klo, dann muss ich das Ding auch nehmen. Genau. Und dann funktioniert's auch. Dann ist es auch später da. Oh Mann, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab das Ding einfach liegen gelassen. Muss irgendwo bei den Leuten da unterhalb der Klobrille oder vielleicht ist es auch einfach drin liegen geblieben. Einfach zugekackt, das Ding. Ja, wahrscheinlich sogar. Ja, ich hab ja nicht daneben gekackt. So ist es ja nicht. So, hier waren wir schon drin, oder? Ja, waren wir schon drin. Da hinten, was ist das da? Ein Bild, was dahinter steht? Versteckt wohl. Okay. Ah, Aufwertung. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal hier die Stinkbombe vor. Und den Schaden pro Stinkbombe erhöhen. Das ist eigentlich nie verkehrt. Wir hätten zwar auch hier weitergehen können, aber... wieso steht da schon Level 3, wenn wir doch das erst Level 10 kriegen? Hä? Quark, Käse. Ich bin doch in den Stinkbomben. Genau. Hier, Level 8. Level 9. Genau. Okay. Ja. Schließen. Nö, mach mal zu, nö, den Scheiß direkt. So. Gehen wir weiter. Auf. Komm, wir haben noch was vor. Mal ein bisschen fixer heute hier. Wo müssen wir hin? Wir müssen... Hier waren wir schon drin. Okay. Wir müssen da hoch. Wo ist denn unser Timmy Express? Was müssen wir hier oben eigentlich machen? Entfreunde El Gore. Oh Gott, das habe ich irgendwo gelesen. Oh Gott, entfreunde El Gore ist, glaube ich, derbe. Habe ich gehört.
Timmy Express, wo haben wir den denn hier? Ach Quark, der war ja hinten im Garten, ne? Lass uns mal in den Garten gehen. Sollte eigentlich da hinten sein. Ist ja bei Cartman auch im Garten. Und wir sind ja auch immer direkt, wenn wir da hinfahren, immer direkt im Garten. Da ist er. Okay, nee, sonst kriegen wir hier nichts zu kaufen, glaube ich, oder? Nee, hier ist sonst kein Händler. Kein Tränkehändler oder sonst irgendwas. Hm. Schade, schade, schade. Ich wäre so gerne hin. Doch was nutzt die ganze Musik, wenn ich taub bin? Genau. So. Als erstes gehen wir mal hier zu Mackey und bringen dem mal den Scheibenkleister zurück. Wo war denn das nochmal? Yes, Mr. Mackey will never quite get over with that owl. Hier waren wir doch auch schon mal drin. Ah, genau, da hinten war's. So, jetzt lass uns mal hier grob durchschlagen. Wieso ist das alles wieder da? Habe ich das noch nicht weggemacht? Ich denke, ich hätte das alles weggeschlagen. Nein? Ganz offensichtlich nicht. Ach, guck mal da. Moment. Das hätte ich jetzt nicht gesehen, muss ich euch sagen. Zufälligerweise habe ich es ein bisschen blinken gesehen. Mackeys Schlüssel. Juhu. Mal alles nehmen. Gut. Ne? Da oben ist so ein Pokémon-Ding. Komme ich aber nicht dran, ne? Und wieder hier runter. Wenn man hier vorne raus, dann müsste es eigentlich gehen. So, zack, zack, paff. Gut. So weit, so gut. Okay. Was wir hier an Krams kaputt hauen können. Sehe ich gerade so. Wieso haben wir das vorher nicht gemacht? Ich war schon mal hier drin, oder? Ich meine schon. Ich meine, ich wäre hier schon mal drin gewesen. Da der Ball noch. Da ist noch was. Hier ist noch was. Oh, ist alles hier. Kann man alles zerschlagen. Mal dem seine Messi-Sammlung mal ein bisschen dezimieren. Ja. Buff, buff und buff. Genau. Abfahrt mit dem Charme. Ferrasnarf. Aha. So. So, haben wir noch irgendwas hier? Seht ihr noch was blinken? Ich sehe nichts mehr. Nee, hier ist scheinbar alles zerstört. Sieht so aus. Komm, lasst uns gehen. Und jetzt bin ich ja echt... genau. Eins noch. Seht ihr da oben die Kiste? Und auf der linken Seite war noch eine. Ich habe das nämlich gesehen beim Schneiden des Videos. Und irgendwie müssen wir da oben. Ich hab's gewusst. Ich habe drüber nachgedacht. Ehrlich, kurz vorm Einschlafen dachte ich so, komisch, da oben war eine Kiste. Aber wir konnten doch nicht hoch. Es war doch da kein... Hier, Arschsonde, verstehst du? So ein Ding war nicht da. Aber da oben, wieso... Pass mal auf, Jungs. Ich könnte meinen Arsch drauf verwetten. Genau, ich hab's gewusst. Oh Mann. Ich habe das Video geschnitten und habe gesehen, dass wir da dran vorbeigelaufen sind. Und da oben ist auch eine Sonde. Guck, und dann kommen wir da runter. Aber hier die Seite können wir erstmal die Tasche nehmen, denn die habe ich nämlich auch beim Schneiden gesehen, dass da oben noch eine Tasche auf dem Dach ist. Ist cool irgendwie. Ihr müsst mal eure Videos aufzeichnen und dann schneiden. Dann seht ihr noch viele, viele andere Sachen, die ihr beim Spielen gar nicht auf dem Schirm hattet. Ja. Besser wäre es, wenn es direkt beim Spielen da wäre. Da gebe ich wohl zu. Aber ist ja egal. Das Ergebnis ist dasselbe. Ich habe es gefunden. Na gut. Okay. Wie weiter? Zurück, da gibt es nichts mehr. Da unten kommen wir nirgendwo hin. Dann würde ich fast behaupten, wir gehen wieder zurück, genau. Ja, jetzt hat das auch einen Sinn, ne? Denn hier sind wir zwar hochgekommen, aber wir sind mal kurz hochgelaufen, sind dann wieder runter.
Was ein Käse, ne? Totaler Käse. So, und jetzt gibt's natürlich... Haben wir hier noch was? Da können wir noch Platz machen. Bisschen hier auf den Kisten rumhämmern, aber bringen tut das auch nichts. Ein Haufen Dreck liegt hier rum. Muss man wirklich sagen. Plastikdreck. Naja, gut. Und jetzt sind wir natürlich, gibt es natürlich die Frage, L oder nicht L? Okay, komm. Wir probieren es. Ich habe es gelesen, aber ich kann euch echt nicht sagen. Ich habe gelesen, es wäre ziemlich derbe. Ziemlich derbe. You're back, Junior Algorian. But why haven't you liked any of my Facebook messages? Unless... Of course. You're no normal human kid. It's you, Man Bear Pig. I have you now. Let us fight to the death. Ich bin doch nicht der Schweinebärenmann. Was bist denn du für einer? Ja, genau. Aber jetzt raff ich schon now mal wieder nicht. Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming. Au. Oh. Habt ihr das gesehen? Ist mir übrigens jetzt auch erst aufgefallen. Auch wieder beim Schneiden, komischerweise. Ja, ist klar. So, jetzt lass uns erstmal heilen. Wir haben ja keine Wiederbelebungstränke mehr, oh Gott. Ja, gut, okay. Er steht so auf, das ist schon mal gut. Ach du grüne Scheiße, 253 Rüstung. Kacke. Das wird nichts bringen hier, guckt euch das da an. You mind if I update my status while we're waiting here? Wart mal ab, das bringt nichts. Wir haben nichts, mit dem man die Rüstung runterschrauben kann, ne? Konnte man nicht Rüstung runterschrauben, indem man mit dem Pfeil drauf schießt? Also, mit dem Bogen? War das nicht irgendwie so? Hallo? Der macht auch keine Rüstungsabzug und das Ding, das klaut nur, das ist voll für die Katz. Oder sollen wir den nochmal von innen hinten anhauen? Ich bin mir ein bisschen nicht ganz schlüssig. Da können wir nicht. Den hätte ich jetzt genutzt. Das wäre jetzt schön, ja. Gut, dann gucken wir mal, was der für einen Schaden nimmt. Oh Gott. Na, zumindest brennt er. Aber das bringt natürlich überhaupt nicht viel. Das bringt auch nichts, weil wir noch nicht mit. I think my mom did a pretty sweet job with my costume. Ja, erstmal die Waffen, genau. Vielleicht bringt das was. Aber tut auch nicht dem seine Rüstung senken, ne? Überhaupt nicht. Was das Komische daran ist, ich habe gelesen, der wäre mit mehreren Leuten. Also es wäre nicht nur L, sondern. Ja, vielleicht ist das auch ein anderer Kampf, wer weiß das. Vielleicht müssen wir nochmal gegen L kämpfen, ich weiß es nicht. Na gut, okay, dann komm auf. Hau rein, Freund. 202, das ist ja lächerlich. Oh, habt ihr das gesehen? Genau, ich hab's ja eben noch gesagt, gell? Genau das hatte ich gelesen und die Brüder sind... So it's a stand-up. Jetzt sollten wir vielleicht mal... Genau. Stinkbombe. Hostile is taking a sweet time. Eventuell sollen wir da mal... okay. Die sind schon mal angewidert, zumindest ein Teil davon. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Scheiße, wäre nicht schlecht, ja. Vielleicht ihn da oben oder ihn hier unten. Der ist ja schon angewidert, die zwei. Ja, genau. Dann kriegst du den mal. Und dann würde ich sagen, nehmen wir gerade euch zwei oder euch zwei. Seht ihr das? 422 Rüstung. Oh Mann, jetzt habe ich auch noch mich verklickt. Ja. Okay. Oh Gott.
Naja, die kotzen sich die Seele aus dem Leib. Was ja eigentlich ganz okay ist. Soweit. Nochmal die Waffen? So it's a stand-up. Oder sollen wir mal eine von hinten geben? Ich glaube, das wird die beste Lösung sein. Mal gucken, was darüber kommt. Na, knapp 500, wenigstens etwas. Und er hat zweimal Bluten drauf. Das heißt, der blutet und kotzt sich die Seele aus dem Leib. Das ist nicht verkehrt. Nö, nie verkehrt. Hostel is taking his sweet time. So, nimm mal einen Gesundheitstrank. Nur, dass mir das einen Moment lang aushalten hier. Da bin ich hier mit dem Ding, bin ich ja am. Aber ich. I'm low on enchiladas, but I think I can hold out. Wenn du den Blitz siehst. Ich hab's schon mal gemacht und es wird wieder in die Hose. I'm low on enchilada rations, but I think I can hold out. Ja, ist klar. I'm hit! Ich habe keinen Blitz gesehen. Ihr könnt mich schlagen, ich habe keinen Blitz gesehen. Wo soll denn da ein Blitz gewesen sein, hä? Mist. Habt ihr es gesehen? So schnell geht's. Oh Mann, ich hab's mir gedacht. Oh Mann. Und jetzt? Nochmal? Oder nicht nochmal? Können wir das irgendwie ändern? Können wir das irgendwie verbessern? Was? Aber das mit den Nachrichten geht mir schon auf die Nerven, ne? Umso länger wir warten. Was ist denn eigentlich hier mit jemand anderem? Komm mal her. Ob ich Jimmy mal nehme? Jimmy hat zumindest ein paar Songs. Ist einmal dieser Power-Akkord gut. Der bringt uns mal MPs, also Magiepunkte, Mana-Punkte, Mana-Punkte, ne? Aber das hier ist nicht schlecht, das Schlaflied. Wenn wir Glück haben, schicken wir die Brüder in den Schlaf. Aber ist ja auch immer so eine Sache, ne? Butters, auch gut. Professor Chaos. Okay. Das ist jetzt eine gute Frage. Okay. Aber es bringt nichts. Alles. Nicht das, was wir wollen. Ist ja auch krass, ne? Butters wird meistens angegriffen. So nach dem Motto, alle auf ihn. Okay. Oder Kenny. Kenny hat natürlich hier diese... Kenny hat aber auch ein Problem. Denn wenn Kenny stirbt, ist Kenny tot. Ja. Kenny könnt ihr nicht wieder auferstehen lassen. Ist euch das mal aufgefallen? Da kommen die Ratten, ziehen das Ding auseinander, das Vieh, die kleine süße Maid. Ne? Und dann war's das. Ich nehme aber das. Wir probieren's noch einmal. Ich weiß. Mal gucken, jetzt sind wir ja schon einen Moment dabei. Da machen wir den hier einfach ein bisschen länger, ne? Diese Folge, weißt du? Sollen wir? Okay, komm. Bringt ja alles nichts, oder? You're back, Junior Algorian. But why haven't you liked any of my Facebook messages? Unless... Of course. You're no normal human kid. Nee. It's you, Man Bear Pig. Ist klar, komm her, das müssen wir uns ja nicht nochmal anhören. What the heck? Okay. I'm gonna get grounded anyway, you might as well. Mal gucken. Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming. Butters, jetzt. Gut, abgewehrt. Jetzt. I'll rubber your glue. You habt ihr das gesehen? Zum Abwehren kriegen wir so einen Kreis unter die Figur, ne? So wie so eine Plattform, wo wir draufstehen. Komm her, wir nehmen uns erstmal ein. Das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Jetzt ein bisschen Mana. Könnten wir ja. Aber das bringt letztendlich ja auch erst dann was, wenn die anderen
Warte mal. Surrender and I will show you mercy. Ja. Für Angriffe verwundbarer macht. Das wäre eigentlich das Optimale. Braucht Mana 80. Ob ich erstmal einen Mana-Trank nehmen? Am besten einen großen, ne? Das wird das Beste sein. Okay. Aber das bringt ja jetzt noch nichts. Das ist ja ein AE. Deswegen, nee, so machen wir das nicht, ha? Oder? Da warten wir schon ab, bis alle da sind, denke ich, ja? Oder? Ja, komm Freunde, das bringt hier nichts. Wir, Furzgranate normal, wenn ich die jetzt nehme, habe ich aber nicht mehr genug Mana für nachher das andere zu machen. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll, denn ich krieg dem seine blöde Rüstung einfach nicht runter. Wir machen eine Furzgranate, hm? Würde ich sagen, oder? Gut, komm, machen wir das. Aber guck doch mal, 100. Oh. Ich meine, okay, er ist angewidert, aber das bringt doch nichts. Das bringt doch nichts. Auch der hier, sollen wir den jetzt schon machen? Wir probieren ihn mal. Ich habe das noch nie gemacht. Keine Ahnung, was so Professor Chaos macht. Was muss ich denn machen? Okay. Oh. Klick. Schild. Chaosmantel. Oh, das sieht gut aus. Das wäre doch. Das ist doch schon mal cool. Wir haben 9 Schläge frei. Jeder. Das ist cool. Das ist cool, Freunde. Ich glaube, Bates ist hier die beste Wahl. Müssen wir uns doch mal merken da mit diesem Professor Chaos-Kram da. Hier, jetzt nehme ich mir nochmal einen kleinen Mana-Trank. Und dann gebe ich ihm mal die ganze Energie meines Darms, würde ich sagen. Genau. Wir nehmen hier unten. Hostile is taking a sweet time. Hier gedrückt und dann ganz schnell mit der linken und rechten. Hallo? Was war denn das? Das war ja wohl mal gar nichts, hä? Oh Mann. Scheibenkleister. Komm, der Butters, der nimmt sich gerade nochmal hier so einen Machttrank. Ich will jetzt gerade mal, scheinbar ist ja diese Chaos-Heini da. Der Captain Chaos. Der hat ja noch mehr, ne? Das machen wir hier. Komm her. Oder? Oder hier den. Is taking a sweet time. Der braucht halt wesentlich weniger Mana-Punkte, ne? Aber der macht auch immer nur 2. Das ist das Problem. Ich glaube, der Schaden hielt sich auch immer so ein bisschen schon in Grenzen, oder? Hier, guck mal, das sind alle 4. Auf geht's, komm, Freunde. Professor Chaos. So. Rot, genau. Und Hammer. Chaos. Excelsior! So, ja, den haben wir gut abgewehrt. Ja, ich würde fast sagen, die anderen 3 schlafen oder sind betäubt oder was auch immer. Dann würde ich sagen, geben wir ihm noch eine Blutung dabei. Viel mehr kriegt er ja gar nicht mehr drauf, der Bruder. Was machen wir denn mit ihm? Warte, erst nochmal? Nochmal?
Nochmal. Dann brauchen wir aber erst. Ja. Nehmen wir Macht dran, komm. Auf. Schwupp. Und dann können wir nochmal. Ah, nee, geht nicht. Na gut, okay. Ich glaube, dann sind die beide wieder wach. Ah. Shit. Okay, wenn, dann muss das der obere da sein. Komm. Dann machen wir nur einen wach. Who's laughing now? Da ist er. Oh, 538. Das war doch gar nicht so wenig, muss ich sagen. Ja. Sieht gar nicht so schlecht aus, wenn ihr mich fragt. Mit dem Hauptcharakter habe ich noch 8 und mit Butters auch noch 8. Schläge frei. Das ist schon der Kracher. Al hat noch 1300. Das sieht auch recht gut aus, aber die anderen Brüder da, die sind halt recht heftig. Ich weiß da nicht. Komm her. Butters nehmen einen Machttrank und zwar einen dicken, genau. Und dann machen wir nochmal einen Dr. Mister. Hast du nicht gesehen? Von und zu. So. Oh, oh, oh. Was haben wir da? I'm hit. Hey. Scheiße, habt ihr das gesehen? Der hat mir doch glatt jetzt 7 Schläge weggenommen. Ihr seht das da oben an den Schilden mit der 1 drauf. Da kommt auch nur, macht nur eine, gell? Kriegt nur eine Schaden, wir könnten es ja mal testen. I'm low on enchilada rations, but I think I can hold out. Al hat noch ein paar Debuffs drauf, das war ja. Das heißt, der wird noch ein bisschen weiter bluten. Ah, habt ihr es gesehen? Das hat ihn definitiv. Warte mal. Oh, ich glaube, das ist die Waffe. Das ist die Waffe, die wir brauchen. Freunde. Ich muss mir das später nochmal angucken. Come on, new kid. Let's show them what we can do. Ja, ja, ist klar. Oh, was ist jetzt? Hab ich nicht. Ich hab doch gerade. So it's a standoff. Ich hab doch gerade Mana-Punkte. Ich hab doch gerade eine Flasche getrunken, oder? I'm low on enchilada rations, das gibt's doch gar nicht. Ich hab ne. Och nö, Freunde. Das ist aber scheiße. Mal ganz ehrlich. Aber ihr seht das, der hat nur noch 211. Oh, der hat Content an. Bei so einem Kram, dann guckt man immer nicht richtig. Scheiße. So. Meine Rüstung ist weg. Na, Prost, Mahlzeit. Jetzt kommt, ja, Gorgasm. Oh. Schadensleiste. No. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Das sieht gar nicht gut aus. Nein, nein. Wir bräuchten noch mal so ein Schild, gell? Mit dem Schild, das war echt nicht schlecht. Ob ich denen ein paar Stinkbomben ans Hirn schmeiß? Vielleicht wird's dann was. Wer weiß. Wenn dann die Mitte, hä? Goldene Mitte. Dass er dann auch nach rechts und links, oder? So it's a standoff. Oder doch ihn hier von hinten, dann ist er schon mal. Hostile is taking a sweet time. Aber letztendlich sind ja die mit den Knarren so scheiße, gell? Ah! Oh, noch nicht ganz. 128 hat er noch. Oh Gott, jetzt bin ich umgefallen. Jetzt ist er dope. Ich hab noch keine VR. Ah, Scheibenkleister. Komm her, wir probieren. Im Grunde genommen ist das für die Katze. Freunde, das ist für die Katze.
Ich hab richtig gelesen, Al Gore ist ganz schön scheiße. Macht der Verzweiflung hier. Ich mach nochmal hier den Bruder. Mal gucken, was ich treffe. Let's see how you like dealing with me. Wow, fast getroffen, aber... Okay. Zwei von denen sind zumindest geschwächt. Beide wieder auf, jetzt ist rum. Das habe ich mir fast gedacht. Ich kann mir eigentlich die großen Mana-Tränke sparen, die großen Machttränke. Erstmal das Bluten aufheben, wobei das jetzt auch nicht mehr viel bringt. Das ist Käse, Freunde. Das ist hier die Verzweiflung, die hier im Moment aus mir spricht. Das gibt nichts. Das sind 47 Barf. Jetzt kommt der hier. Ich kann höchstens. Ja, ich kann mich höchstens wieder hoch heilen. So, it's a standoff. Aber das bringt nichts, glaube ich. Nee, da haben wir doch nichts, ne? Gut. Hustle is taking his sweet time. Würde ich sagen, es gibt sonst nichts mehr. Nochmal 1000. I'm low on enchiladas, but I think I can hold out. Timmy? Oder auf Kenny? So nee, er hat doch diese Rattenplage da. Vielleicht kann der da wirklich was. Vielleicht kann die da wirklich was ausrichten. Die kleine süße Kenny. Ja, genau. Oh, wow, wow. Puff, direkt runtergeschossen bis auf 46, die Tante. Puh. Normalerweise sollte dieser Kampf schon längst erledigt sein, aber ihr seht es. Aber es ist letztendlich nur ein Wunschdenken, muss man ja auch mal sagen. Ja. Hier kommen wir, probieren das nochmal auf die Ratten drauf. Oder? Ach, ich glaube, ich kann mich hier schon mal verabschieden. Ich fülle das jetzt noch aus. Hier kommt Kenny. Ja, mach mal. Ja, schüttel sie ab. Okay, alles klar. Freunde, ich sehe es jetzt schon und ihr seht es auch. Das wird nichts mehr. Es war mir so klar. Da baff Kenny Lee. Es war schön, dass ihr zugeschaut habt. Beim nächsten Mal werden wir das vielleicht lösen, wer weiß. Macht's gut. Da leg mich doch auf.